Ja, gegen 6.20 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein PKW, der vermutlich mit 4 Personen besetzt war, die Kirchmeierstraße stadtseinwärts gefahren ist und auf ungeklärte Ursache bislang in Schleudern geraten ist und dabei gegen einen in der Mitte stehenden Lichtmast geprallt ist. In dem PKW saßen 4 junge Personen, davon die Fahrerin wurde schwerst verletzt, eine Mitfahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt und 2 männliche Insassen wurden leichter verletzt. Alle Insassen wurden in Regensburger Krankenhäuser eingeliefert und die Kirchmeierstraße ist bislang für den Verkehr in stadtauswärtiger und stadteinwärtiger Richtung gesperrt. Probleme gab es keine. Die Fahrerin war, oder eine Person war zuerst eingeklemmt, konnte aber von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug heraus geborgen werden. Nein, die Unfallursache ist bislang noch ungeklärt. Ein Unfallgutachter wurde eingeschaltet und alle weiteren Maßnahmen, sprich die Unfallaufnahme, müssen erst das Ergebnis bringen. Ja, an dem PKW entstand Totalschaden. Und ein Lichtmast ist komplett beschädigt, der liegt auch über die Fahrbahn oder wurde über die Fahrbahn gelegt. Der Sachschaden kann bis jetzt noch nicht genau beziffert werden, weil auch der Schaden im Erdreich liegt, sprich den elektrischen Leitungen dergleichen. Morgen.